meines Erachtens nach haben wir mittlerweile deutlich veränderte Anforderungen an Führungsaufgaben, an Führungskräfte. Hat sich viel geändert und ich wollte mal da neuen Input holen, wie das jetzt funktionieren könnte in dieser VUCA-Welt. Mal Input von außen zu kriegen, mal einfach von Profis mir hierzu was erzählen zu lassen, generell auch das Thema Agile Leadership einfach mal in mich aufzunehmen, weil es für mich im Prinzip ein ganz neues Thema ist. Aha-Feedback gab es viele, sehr viele. Also hat auch damit zu tun, dass ich sowas im Prinzip in dem Rahmen zum ersten Mal mache und dass die Dozenten hier wirklich echt klasse sind und vor allem nicht nur das Zeug runterbeten, sondern auch sehr viel praktische Übungen mit uns machen. Ja, auf jeden Fall. Es war insbesondere interessant, wie Projekte scheitern, wenn keine Kommunikation richtig stattfindet oder wenn da kleine Fehler sich einschleichen. Es waren 9/10 richtig, 1/10 war falsch und trotzdem ging das ganze Projekt nachher nicht. Dieses TMS, also Team Management System, das fand ich auch ganz spannend. Eben die Zusammensetzung, man merkt dann, dass man doch eher gleichgelagerte Leute dann hat und dann fällt es an anderen Ecken. Das war sicherlich ein Aha-Erlebnis. Also tatsächlich mal gucken, wie sich das dann nachher reinbringen lässt. Also ich will auf jeden Fall noch die Entscheidungsmatrix auch mal im Team ausprobieren. Das nächste Sommer-Event steht ja irgendwann wieder an. Da kann man dann das Gelernte anwenden. Tatsächlich, wie kriege ich den praktischen Teil dann umgesetzt? Ja. Im Prinzip auf altes Neue, was mich noch erwartet, was ich noch nicht kenne. Und wie ich das Ganze dann auch tatsächlich weiterhin umsetze. Ich glaube, das ist das Spannendste für mich. Ich bin auf jeden Fall vor allem auf diese Coaching-Methoden, glaube ich, gespannt, weil das mich sehr interessiert, auch persönlich.